Der kleine Stronner Odin war so jung, dass er in einem Term in Kansas gelandet ist. Sich in einem großen und lauten Term wiederzufinden, kann für einen Hund eine frustrierende und hoffnungslose Erfahrung, besonders für einen Welpen wie Odin sein. Der kleine Welpe hatte vor allem Angst, auch vor Menschen und anderen Hunden, weshalb das Term entschied, dass er nicht für den Ort geeignet sei und wurde sofort auf die Adoptionsliste gesetzt. Odin war noch immer nervös und schüchtern, als er in seinem neuen Zuhause ankam. Als er in Colorado lebte und bewies, dass er ein freundlicher kleiner Welpe war, der in der Lage ist, völlig normal zu sein und seine Ängste zu überwinden, begann die Tierhunderettung in Colorado auf ihrer Website über ihn zu schreiben. Und schon bald meldete sich eine Familie, die kürzlich dorthin gezogen war. Als sie in die Gegend ankamen, in der sie sein Foto fanden, zeigte die Frau ihren Mann sein Foto und sie verliebten sich direkt in den kleinen Welpen. Sie waren überrascht, als sie erfuhren, dass sie ihn einschläfern würden und wollten schnell herausfinden, was mit ihm los war. Sie kontaktierten den Rettungsverein und begannen mit dem Adoptionsprozess, damit Odin nie wieder alleine sein würde. Zuerst versuchten sie verschiedene Dinge, um mit dem Welpen zu interagieren, doch er wurde wieder schüchtern. Das Verlassen seines Adoptivseins schien ihm jedoch schwer zu fallen. Er gewöhnte sich jedoch schnell an seine neue Familie und entwickelte sich zu einem verspielten und normalen Welpen und überwand erneut seine Ängste. Ein paar Monate später ist Odin glücklich mit seiner neuen Familie. Er hat aufgehört, so schüchtern zu sein. Er hat von der Angst vor allem zur Angst vor nichts gewechselt. Es ist erstaunlich, wie Liebe, Geduld und Vertrauen den Charakter eines Tieres verändern kann.